und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ja, jetzt ist es früh am Morgen, wir brechen jetzt gleich mal auf. Ich hatte gestern noch ein paar Fischbeere in der letzten Folge angefertigt und auch in der Scheune auf Haferkorn umgestellt. Und das war schon mal wichtig, da geht es hier flott weiter. Und jetzt gehen wir mal hier nach Borovo und werden mal unsere Sachen verkaufen und uns noch jemand holen. Sein. Kann man ja mal Zielpunkt setzen. Das passt schon so. Ja, hätte man auch auf dem Weg bleiben können. Das ist in Ordnung. Gehen wir hier gleich einmal rauf. Schauen wir, ob hier ein Mann wartet, ein Fähiger. Vielleicht sogar zwei. Oh, der ist nicht schlecht, der Mann. Willst du mit zu mir? Jawohl, dann komm mit. Danke sehr. Na Mann, du bist unser Mann. Mann, guter Typ. Kann hier mal in das Haus rein, dann bekommen die nicht gleich Nachwuchs. Und jetzt werden wir da mal, wenn wir zurück sind, den Holzschuppen ausbauen. Dann kann der noch hier in Holzschuppen rein, dann sollte uns zumindest jetzt das nicht mehr ausgehen und er kann jetzt einmal in die Jagdhütte rein, vorübergehend. Zwei, aber ist okay. So, wie schaut's jetzt aus? Wo sind Verkäufer? Oh, da gibt's die Quest. Schauen wir mal, was die hier hat. Rosalinda, kann ich dir helfen? Bei einer Besorgung. Ist Material ausgegangen. Bin nicht sicher, der braucht ein Leinengewebe und so Zeug. Aber schauen wir mal. Wolle zweimal um Flachs. Naja. Tja. Diese Sachen bekommen wir dann. Wolle zweimal. Ja, bin jetzt nicht sicher, ob wir. Heute Inga, Inga, du hast Geld. Hey, old friend. Whatever you need. Ich hätte was zu verkaufen. Ja, Äpfel sind nicht sehr viel wert. Birnen auch nicht. Aber wir müssen es loswerden. Unbedingt. Auch die Kirschen. Natürlich auch den Kirschwein. Unsere Pflaumen. Jo. Genau, das wär's dann schon wieder. Haben wir 26.000 und ich bedanke mich sehr. Halt. Da steht er und gleich geht's zurück. Die wilde Fahrt. Sofort zurück. Allerdings nicht mehr sicher, ob wir noch Flachs haben. Wolle kann man zwei haben. Aber wenn wir
gleich prüfen. Oh, muss wieder ein bisschen durchschnaufen. Jetzt noch mal kurz schauen. Nur Dynastie-Reputation, ja. Keine Produktionspunkte oder so. Wäre natürlich noch besser. So. Schauen wir mal. Wolle. Ah, den haben wir. Wolle Hammer, das ist gut. Und hoffentlich noch Flachs. Nee, Flachs haben wir nicht. Nee, da braucht man jetzt wirklich Flachs. Das ist nicht gut. Ist denn irgendwas reif? Ist irgendetwas reif? Schaut alles nicht so besonders aus. Nee. Könnte man hier vielleicht irgendwo Flachs kaufen? Hey, old friend. Wo finde ich Händler? Landwirtschaft. Händler. Nochmal Händler. Ja, in Gostovia. Goodbye. Ja, dann gehen wir halt mal auf Tour. Gehen wir gleich mal nach Gostovia. Werden dort hoffentlich irgendwo Flachs kaufen können. Wir müssen was trinken, werden wir auch gleich machen. Natürlich schon mal gut, wenn der Fuhrmann oder Fährmann auch in unser Dorf kommen würde. Vielleicht gibt es da noch irgendwann mal was. Olga? Schauen wir mal, ist da schon jemand? Keiner da. So, jetzt schauen wir hier rein. Edwin, hast du Flachs? Du hast Flachs. Wie viel braucht man denn wieder? Farewell. Sechsmal. What can I do for you? Ja, ich brauch Flachs. Sechsmal Flachs. Wir danken sehr. Take care. Jo. Aber. Aber mich stimmt schon mal positiv, dass hier kein Brennholz mehr vermisst wird. Scheint anscheinend so weit zu klappen. So, dann werden wir mal schnell unsere Quest abgeben. Alte Lumpen. So, wie schaut es jetzt aus?
Rosalinda, ich hab deine Sachen. Schnell, hast du, was ich brauche? Ich habe es eilig, entspann dich. Ich habe alles hier wie versprochen. Sehr schön, ein paar Münzen, Strohhut. Den Strohhut bekommst du. Ja, ich habe einen super Strohhut für dich. Jawohl, für 96. Goodbye. So, jetzt schauen wir noch mal rein, weil es schon wieder auf 16 gestiegen ist. Oh, die Axt. Sollten die vielleicht in der Schmiede auch mal langsam Äxte herstellen? Ah, er will schon Äxte herstellen, kann es aber nicht. Ja, da fehlen auch Bronzebaum. Im Moment geht hier nichts vorwärts. Was macht er hier? Bretter fehlen. Das heißt für uns schleunigst zurück. Schauen wir mal kurz auf die Uhr. Jo, passt. Ich würde sagen, Zeitsprung und dann sehen wir uns wieder im Dorf. Jo, und ich bin auch zurück im Dorf und überraschenderweise stellen wir fest, jetzt ist das komplette Brennholz futsch. Ich habe jetzt mal ein paar Bretter hergestellt, weil ich gesehen habe, die können keine Eimer mehr herstellen. Und was wir ja noch bemerkt haben, die Axt fehlt. Also, da schauen wir mal, Stock und Stein. Haben wir noch Stöcke? Alles klar, machen wir hier viermal. Viermal Axt. Und den Stein brauchen wir dann 8. Können wir mal schnell herstellen. Damit es hier weitergeht. Mal schnell abbrechen. Steinaugs zweimal rein. Okay. Jawohl. Die zwei legen wir auch noch rein. Okay, gut. Die haben ja die zwei entnommen. Alles klar. Und jetzt, genau, jetzt machen wir mal das nächste. Und zwar brauchen wir ja hier jetzt Gewinnung. Holzschuppen 2. Hier müssen wir daraus den Holzschuppen 2 basteln. Okay. Habe ich extra ein paar Bretter aufgehoben. Genau, brauchen wir noch. Ja, ich würde mal sagen, 2 oder 3 Holzstämme. Mal die Bretter zurück. Okay. Genau 100. Okay, das passt. So. Ja, da haben wir auch noch einen Punkt erhalten. Gut, das Schatzjäger mit dem Tonfallkammern, Naturgewalt, langsamer Haltbarkeitsverlust von Äxten.
Ich würde sagen, wir nehmen hier Maultier. 5 Kilo mehr. Wie viel kann man jetzt tragen? 53. Und dann 5 Kilo mehr. Dann wahrscheinlich 58. Genau. Okay, passt. So. Dann schauen wir mal, wer hier ohne Job ist. Der Lubart. Lubart kommt hier in den Holzschuppen rein. Alles klar. Dann hat man doch einen als Jäger hier eingestellt. Der Norman. Genau, der war hier Jäger. Kommt hier auch mit den Holzschuppen rein. Genau, der Norman. Norman. Alles klar. So. Jetzt. Können wir hier ein paar Bretter noch mit herstellen. Obwohl wir natürlich das Brennholz schon nötig brauchen. Aber ich glaube, das ist ja 6. Sind hier 7. Gehen wir hier mal ein bisschen zurück. Ein paar Bretter. Ja, haben wir ein bisschen Überschuss. Oder gehen wir mal hier noch ein bisschen zurück und hier noch ein bisschen rauf. Okay, haben wir immer noch ein bisschen Überschuss. Passt. Passt. Ja, jetzt stellen wir mal eine Ladung Brennholz her. Jetzt wird da nicht mehr so viel passieren. Schauen wir mal hier rein. Auf 20 Holzstämme. Das sind ja dann 80 Brennholz, würde ich mal sagen. Sogar ein bisschen mehr. Jo. Na, drüber mal einen Schluck vom Kaffee. Ja, es ist wirklich schwierig. Vor allem, wenn ich dann auf den Winter sehe. Aber ich glaube, ich hatte gerade schon wieder gesehen, dass Tonbewurf fertig ist. Müssen wir die gleich anbringen, unbedingt. Oder man knurrt. Jetzt sieht man oben links schon, wie der Brennholzbedarf wieder langsam zurückgeht. Das ist auch, oder steigert sich natürlich gleich wieder, weil es sofort verbraucht ist im Prinzip. So, aber... Jetzt ist wieder Ladung hergestellt und dann legen wir das zusätzlich gleich mit rein. '84, sehr gut. Futter. Zweimal ein Topf. Okay. Passt. So,
So, wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr erst. Okay. Da geht's ja hier noch ganz schön weiter. Und am nächsten Tag haben wir da schon wieder Winter. Da würde ich sagen, da müssen wir dann als allererstes gleich einmal hier rauf zur Mine und hier wieder ein bisschen Erz abbauen, damit es hier auch mit unseren Punkten vorangeht. Jo. Alles gut soweit. Werfen wir nochmal einen kurzen abschließenden Blick auf die Situation. Okay, da schaut es jetzt einmal nicht schlecht aus. Gut, im Kuhstall, das sind ja noch Kälber, deswegen heißt es jetzt keine Tiere beim Status, aber kommt noch in der Näherei. Wir haben ja kein Flachshalm, leider. Da sollte man jetzt einmal hier auch kein Leinengewebe herstellen im Moment. Dürfen wir natürlich nicht vergessen, das wieder einzustellen, weil sonst das ganze Leinengewebe weg ist. Und vielleicht sollte man uns auch mal überlegen, weil wir ja jetzt Wolle haben, ob eventuell hier etwas möglich wäre, aus Wolle zu basteln. Wenn man hier schon sagt, Wollstoff. Hier haben wir ja Wollstoff und so weiter, haben wir schon erworben. Wollgarn aus Wolle, aber 8 Wolle. Schauen wir mal kurz, nur mal kurz jetzt Interesse halber hier rein, wie viel Wolle denn da ist. 23. Ja, ist jetzt nicht gerade abendfüllend. Aber wir könnten zumindest, ja, da haben wir auch schon Wollgarn und Wollstoff da. Aber ich weiß nicht, ja gut, Kohle haben wir genügend. Da brauchen wir jetzt nicht sparen. Na gut, alles klar. Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.